It looks just awesome. So, second in comes Mater, the famous car from Disney Cars, sort of the best buddy from Lightning McQueen or something. So, third place goes to Hello Kitty on a roller. Just super cute, isn't it? Yeah, it's Japanese pop art, of course. So, the fourth place is this figurine from Winnie the Pooh. The big bird here. I'm not quite sure what he's doing in the movie, but I read it's the fourth place. The fifth place goes to this pencil head, Angry Birds. If you're a big Angry Birds fan, this is maybe your fancy ones, but I think this bird doesn't look that cute. All right. So sixth place comes this creature from Lion King. Really nice figurine quality. I also have a heart like for evil characters. So I'm fine. So, and seventh place is Minnie Mouse. Yeah, cute little Minnie with dress, dotted dress, all right. Then eighth place goes to this, it's girly stuff again for your hair, basically. A little clip for your hair, kind of useful, isn't it? If you are a little girl, it's useful, all right. So, what place I'm now? I have to count. All right, so this is now the ninth place. This Pantera, oh, quite nice. Comes from the Kinder Surprise Egg for girls. Then, yeah, now the first keychain, a metal keychain from the movie Cars. Then, 11th place, this figurine from Disney Princess. I think it's Cinderella, I'm not quite sure. Then comes Mickey Mouse figurine, not that nice a quality. Mickey Mouse. All right. Then this mathematical toy where you spin around. It's kind of outsider to all of the others. Well, I think it kind of was. Then the Dark Spider-Man. This super small action figurine which can move his hand a little bit. I think he jumps then or something. So 15th place is then this Star Wars key change with the guys with a fighting scene. All right, isn't this from Star Wars Episode 1? Then comes another gummy keychain from the Muppet Show with this character. Then comes a little Spider-Man figurine, kind of disappointing, big egg, small figurine. Then a chain, jewelry for girls, Minnie Mouse. This is actually the one I already collected. It was just the chain itself here. So I rated it there. Then also not that great was this little ring. At least for me, I decided it's not that great. Then the first surprise egg from today, the frog, is also not that great. Second last, and the very last is this puzzle. I could actually put it together now in the end of the episode. All right, guys. So there it is, and that's really a reason why I rate this puzzle last place. Basically, the quality is very low. The puzzle pieces like tend to fall off again, and you can't also don't really store this surprise, so it's kind of bad. I think it's a deserved last place. And yeah, what do you think about my rating? What would you have rated better or worse? Let me know. And this is probably my most sophisticated surprise X video I ever did. I hope you enjoyed it, and thanks for watching, guys. And look at this, my table is now a gigantic mess. Never mind, see you in the next reviews. Gut, das waren jetzt Unboxings von Überraschungseiern, mal was ganz Neues. Und diesmal so eine kleine Battle. Ich habe alles Mögliche, alles Verschiedenes. Und dann ging es darum, auch die Überraschungen nach quasi Qualität, Awesomeness, Fanciness und so weiter zu bewerten. Und hier ist also das Ergebnis. Also das Ergebnis ist erstmal, dass mein Tisch hier einigermaßen ins Chaos abgedriftet ist. Ja, naja, muss ich halt aufräumen. Und hier ist noch mehr. Noch mehr Möbel. Und auf alle Fälle
Das ist hier das Ergebnis. Also das Beste, was ich gefunden habe, war das Filipferdchen. Es ist ja einfach nur noch, ja, es ist niedlich, es hat Juwelen, es ist gelb und pink. Das zweite ist dann für Jungs, also es ist ein bisschen das Durcheinander für Jungs und Mädchen. Hätte ich vielleicht trennen wollen, wie dem auch sei. Dann für Jungs der Mater aus der Filmserie Cars. Genau, sieht eigentlich sehr hochqualitative Figur. Und dann Platz 3, die Hello Kitty aus Japan. Einfach nur noch Pop-Art vom Feinsten. Auf einem Roller steht sie hier und rollert durchs Leben. Platz 3 ist dann eine Figur aus der Serie Winnie the Pooh. Wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Keine Ahnung, irgend so eine Eule. Keine Ahnung, was der macht. War halt eine nette Figur, habe ich vierten Platz gegeben. Dann Platz 5 geht an diesen, das ist so ein für einen Stift. Also wenn ihr in der Schule seid und halt Angry Birds Fans seid, dann macht ihr so auf einen Stift drauf. Genau, oder so, oder ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man sowas in der Schule macht. Keine Ahnung. Und dann kam diese Hyäne aus König der Löwen. Ist einfach eine hochqualitative Figur. Und ich mag halt auch böse Charaktere sozusagen. Ja. Ich habe ein Herz für böse Charaktere, auch bei Herr der Ringe. Ich fand eigentlich die Orks am lustigsten. Die armen Orks da. Und auf alle Fälle kommt jetzt hier Minnie Maus, wie man sie halt kennt. So, dann hier für die Haare könnt ihr euch euren, so einen Haarclip reinmachen. Also das ist das Praktischste sozusagen von den allen, so für die Mädchen. Dann ein schwarzer Panther. Dann als nächstes habe ich einsortiert, qualitätsmäßig, diesen Schlüsselanhänger so aus Stahl. Und das ist von Cars. Dann muss ich hier aufpassen, nicht durcheinander zu kommen. Hier ist jetzt, ich glaube, das ist Aschenputtel. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Die Figur gefällt mir nicht so wahnsinnig gut. Aber hat hier so im Mittelfeld, ist das hier so genauso wie diese Figur. Die ist jetzt, sieht man wirklich, die Verarbeitung ist jetzt nicht die großartigste. Dann kam dieses mathematische Spielzeug, was hier einigermaßen eigentlich aus der Reihe tanzt. Ja, habe ich ja schon ein paar Mal gezeigt. Dann tut man halt auf so ein Blatt Papier damit rumfahren und kriegt dann solche geometrischen Figuren. Also kann man noch besser, hat mir kaum Mühe gegeben. Und so, weiter geht's. Dann kommt eine Mini-Spider-Man-Action-Figur, der schwarze Spider-Man. Und der kann hier tatsächlich sein Ärmchen bewegen, was ich so noch nicht gesehen habe. Also die kleinste Actionfigur der Welt oder so. Hier vom Absprung. Ich weiß auch nicht, wer der schwarze Spider-Man ist. Dann kommen wieder Schlüsselanhänger. Da habe ich diesen Star Wars Schlüsselanhänger gesagt. Der ist besser als dieser Muppet Show Schlüsselanhänger. Ist natürlich alles sehr subjektiv, aber im Großen und Ganzen wird man mir schon zustimmen. Hoffe ich mal. Können wir auch widersprechen. Dann kam so eine kleine Spider-Man-Figur, das war ein bisschen doof, weil das kam in so einem großen Super-Surprise-Egg und dann ist dann so ein kleines Ding drin. Dann kam die Kette von der Minnie-Maus-Kettensammlung. Genau, wo ist er? Ich habe hier ein riesiges Chaos auf meinem Schreibtisch. Das war nur die Kette, ohne die, das habe ich eigentlich schon gesammelt. Hier ist er, genau, hier. Dann ein kleiner Ring, hat mich jetzt nicht so...